Freunde, heute werden wir Minecraft einfach mal auf einer einzigen Linie spielen. Es wird richtig spannend und vor allem auch richtig schwer. Also lasst einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Viel Spaß. Und damit, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zurück beim 2-Kanal. Ihr seht schon, oh mein Gott, was ist denn hier los? Heute sind wir einfach hier in Minecraft, aber wir haben hier nur eine einzige Linie. Also ihr seht, hier ist weit und breit nichts. Hier geht es ganz tief nach unten. Wir haben hier einfach ein Block und dann geht ihr quasi so ins Unendliche, also quasi wie eine normale Minecraft-Welt. Also ihr seht, wenn ich hier lang laufe, hier ist einfach alles ganz normal, aber halt quasi nur so in einer Linie. Da vorne steht schon jemand, das können wir uns gleich mal anschauen. Ansonsten, ihr seht auch gerade ein paar Schweine. Also ihr seht, es ist alles ganz normal. Ich baue jetzt hier auch direkt schon mal ein bisschen Holz ab, weil da können wir uns eigentlich mal die ersten Tools gleich craften. Aber erst dann will ich gucken, wer ist denn hier vorne? Das ist der sogenannte Help Guide. Wir schauen mal. Ah, okay, der erklärt uns quasi alles so ein bisschen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was irgendwann kommt. Also irgendwann kommt vielleicht mal ein Ende. Ich weiß es nicht. Aber egal. Ich glaube, ich baue hier erstmal ein bisschen Holz ab. Weil ich glaube, Holz ist und bleibt einfach das A und O. Egal welchen Modus wir hier spielen, Leute. Holz wird immer das Wichtigste bleiben. So. Zack. Das heißt, ein bisschen Holz haben wir auch schon mal. Und lol. Also das sind ganz normale random Texturen, die halt hier generiert werden. Aber halt nur so immer auf einer Blocklinie. Ganz lustig. Komm, dann machen wir uns direkt schon mal hier den ersten Crafting-Table hier. Zack, batsch, zack, zack, zack. So, den setzen wir jetzt einfach mal hier an die Seite zum Beispiel. What? So, und dann können wir uns theoretisch ja jetzt hier schon mal so ein paar Sticks machen und so eine Axt schon mal. Eine Axt, eine Spitzhacke und ich würde sagen, vielleicht noch ein Schwert können wir uns auch machen. Ich weiß nicht, inwiefern es hier auch Monster gibt. So, weil dann können wir uns mal ein bisschen schneller hier vorangraben. Ihr seht es. So. Zack. Lol. Ansonsten, ich sehe gerade, guck mal, es sind auch so Barriereblöcke. Man kann sich also auch gar nicht außerhalb bauen. Lol. Das war gerade ein bisschen verbuggt mit dem Crafting-Table anscheinend. Aber normalerweise, ihr seht, ich kann hier nichts anbauen. Ich muss also hier wirklich tatsächlich so auf der Ebene bleiben. Das heißt, ich kann mich nicht außen rum bauen, sondern ich muss mich tatsächlich wirklich durchkramen. Also ihr seht es, ich muss hier jetzt wirklich auf dieser einen Linie hier bleiben. Das ist ja ultra lustig. Also ich habe auch keine Ahnung, ob es hier auch so ein Enderportal gibt. Also muss es ja eigentlich. Aber das ist ja ultra lustig. Also ich bin hier wirklich auf so einer Linie einfach. Ihr seht, es geht einfach unendlich weiter. Es gibt hier alle Biome. Es gibt hier, ich glaube, Sand, dann Sumpf, Eisbiom habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Also es gibt hier wirklich jedes Biom, Leute. Ja, perfekt. Ihr seht schon, da geht einfach hier Schnee los. Jetzt sehen wir hier einmal so ein Schneebiom hier. Aber runterfallen kann ich trotzdem, sehe ich. Aha, okay. Dann laufen wir mal hier durchs Schneebiom einfach durch. Hier, zack. So, und graben uns hier einfach mal ein bisschen durch hier. So, zack, perfekt. Genau so. Ja, okay. Ich weiß nicht, man kann sich auch ein bisschen nach unten graben. Da sehe ich zum Beispiel, unten ist zum Beispiel gerade Eisen. Komm, wir graben uns mal zum Eisen runter, Leute. Das müsste ja ungefähr hier unter uns sein. Komm, wir graben uns einfach mal runter zum Eisen, Leute. Das heißt, ich nehme jetzt hier meine Holzspitzhacke und grabe mich jetzt hier einfach mal runter, weil hier unten müsste ja dann eigentlich irgendwann das Eisen kommen. Aber eigentlich auch voll der geile X-Ray-Cheat, weil so können wir eigentlich ja voll einfach Diamanten finden. Okay, jetzt graben wir uns hier nach unten und da müsste jetzt hier das Eisen sein. Genau, perfekt. Das heißt, ich baue jetzt mal hier kurz so eine kleine Kuhle rein. Genau so. Und baue mir jetzt hier schon mal einen Ofen. Zack, batz, Ofen haben wir. Und dann machen wir schon mal eine Steinspitzhacke hier. Genau, zack. Weil dann können wir direkt schon mal das erste Eisen abbauen. Richtig cool. Ey, also ich stelle mir das schon echt schwer vor, Leute. Also ich glaube, das ist eine echt schwere Challenge, hier so zu überleben. Einfach so auf einer Blocklinie, Digga. Das ist schon richtig, richtig schwierig. Aber okay, das sieht eigentlich soweit schon mal ganz gut aus. So, okay. Das heißt, den Ofen brauchen wir eigentlich noch, ne? Hier müssen wir jetzt hier einmal Kohle haben wir auch, perfekt. Das heißt, wir können schon mal das erste Eisen braten. Aber wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle. Da oben ist Kohle, sehe ich gerade. Wir müssen uns jetzt mal kurz irgendwie zur Kohle hochbauen, Leute. Ich glaube, wir brauchen noch das ein oder andere Kühlchen, ne? Damit wir auch wirklich alles an Eisen braten können. Das heißt, ich baue mich mal jetzt hier noch ganz kurz so ein bisschen nach oben, ne? So, dann müsste, ja, über mir müsste jetzt die Kohle sein. Perfekt. Ja, einfach jetzt hier. Also, es ist halt schon cool. Man sieht halt immer, wo alle Erze sind. Ist halt eigentlich schon ein bisschen OP. Aber man kann jetzt hier kein richtiges Haus bauen. Ist halt wirklich so auf einer Linie hier gefangen. Ist schon echt krass. Aber okay. So. Dann baue ich immer wieder zu und... Okay, das hat tatsächlich sogar gereicht. Ja, okay. Dann baue ich meinen Ofen mal wieder ab und auch hier mein Crafting-Table. Und dann würde ich sagen, Leute, bauen wir uns mal wieder nach oben hier an die Oberfläche. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich würde sagen, eine kurze Timelapse. Ich baue jetzt einfach in eine kurze Treppe rein, Leute. So, da bin ich wieder. Und, oh, hier ist auch ein Eisbär. Meint ihr, ich kann ihn runterschubsen, Leute? Lol,
jetzt schwimmt er so im Wasser. Und er ist irgendwie durchgebackt, glaube ich. Aber lol, unter uns ist so Wasser. Schaut mal. Lol, einfach so ein Block Wasser. Das ist ja richtig funny. Lol. Okay, das ist noch ein Eis. Komm, ich schubst mir auch mal runter, Leute. Tschüss. Nein. Oh mein Gott. Lol. Was? Ich hab... Oh, also wie habe ich das überlebt? Lol. Ich habe mich durch diese Blöcke so ein bisschen abgefedert und habe deswegen nur so... Digga, das ist ja ultra lucky gewesen. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen abgefedert, dadurch, dass ich halt so Blöcke gebaut habe da. Aber krass. Aber Leute, da unten sind Diamanten. Lol. Warte mal, das sind Diamanten. Das sind Diamanten. Voll geil. Eigentlich voll schlau, dass wir nach unten gefallen sind. Weil jetzt können wir uns einfach unsere ersten Diamanten einfach so sneaken. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass wir hier runtergefallen sind. Digga, einfach so ein paar Diamanten jetzt hier eintüten, würde ich sagen, Leute. Aber natürlich vorher müssen wir uns erstmal hier eine Steinspitzhacke machen. Eine Eisenspitzhacke machen mit Stein. Können wir das natürlich nicht abbauen hier, aber perfekt. Das heißt, wir haben hier einfach unsere ersten Diamanten. Das sind sogar direkt hier 4 Stück. Hey, richtig geil. Dann mache ich mir direkt mal so eine Diamantenspitzhacke draus hier. Zack. Hä, ist voll cool. Ja, sehr geil, Leute. Okay, dann würde ich sagen, jetzt nochmal eine kurze Timelapse, denn ich muss mir jetzt nochmal einiges hier nach oben bauen, Leute. So, Leute, ich habe mich jetzt 5 Millionen Jahre lang durchgebuddelt. Habe jetzt auch einiges an Bruchstein, wie ihr seht schon. Aber das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ich bin jetzt hier gerade in einem komplett neuen Biom. Ihr seht, jetzt ist hier so Kies auf einmal auch ganz komisch. Aber auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was uns diese ganzen Blöcke jetzt bringen. Weil wir können ja kein Haus bauen, so wirklich. Weil hier sind ja wie so Barriereblöcke. Ich glaube, das Wichtige wäre einfach, dass wir halt auf lange Zeit ein paar Tiere finden. Damit wir auch ein bisschen mehr Essen bekommen, auf jeden Fall. Wir haben uns halt zum Start jetzt sogar Partners hin vielleicht bekommen. Aber es wird ja auch nicht ewig halten. So, ansonsten vielleicht noch ein paar neue Diamanten finden wir vielleicht noch ein Ziel. Aber ich guck mal, was uns hier noch erwartet. Oh mein Gott, Digga, ich geh mal ganz tief nach unten. Als ihr seht, man muss hier echt aufpassen. Hier ist immer alles voller Überraschungen. So, ansonsten Schnee. Digga, ich habe echt Angst, dass ich hier irgendwo einfach mal so durchklatsche. Oh mein Gott, Digga. Also, so Stein ist... Huh? Digga, bin ich da gerade durchgefallen oder was? Lol. Aber ich habe echt Angst. Also ich sage euch, dieser Bruchstein ist schon nicht schlecht, weil ich da halt schon, ja, mich über alles überbauen kann, weil ich habe eigentlich jetzt genug Bruchstein. Aber okay, also ihr seht, das ist, Digga, hier geht auf einmal richtig weit nach oben. Ich brauche noch ein paar Diamanten, Leute. Also ich gucke, dass ich immer noch vielleicht ein paar Diamanten finde. Wobei, hier ist gerade ein bisschen Kohle. Wenn wir hier einmal bei Kohle sind, dann machen wir einfach kurz den Stopp und bauen hier direkt mal auch ein bisschen Kohle ab, weil ich denke, Kohle kann man auch immer gebrauchen. Deswegen hier einfach auch Kohle mal ein bisschen, zack. Oh nein, die Hälfte runtergefallen. Egal. Hier. Was auf jeden Fall auch cool ist, ich sehe halt immer, was so unter mir ist. Also, hier kann halt nicht mal so random Lava unter mir sein. Das ist auch sehr, sehr praktisch. So, aber egal. Ich würde sagen, hier, die Kohle haben wir eigentlich ganz gut mitgenommen. Das heißt, ich nehme jetzt hier wieder meinen Bruchstein und baue mich jetzt hier einfach straight nach oben hier. Zack. Warte mal, das geht gar nicht so einfach. Doch, jetzt hier. Jetzt kann ich mich hier ein bisschen nach oben bauen. Jetzt buddel ich mich jetzt nicht... Hier buddel ich mich jetzt nicht durch. Ich baue mich jetzt einfach nach oben. Ich hab so viel Bruchstein. Das ist jetzt hier kein Problem. Wir bauen uns jetzt hier einfach drüber über den komischen Hügel hier. So. Aber ich hab echt immer ein bisschen Angst, dass ich immer so runterfall. Ihr habt es ja vorhin schon gesehen, da hatten wir echt krasses Glück. Aber also, wenn ich hier runterfall, wäre halt echt nicht so geil. Weil ich habe gerade so Diamanten und alles dabei. Dürfen wir jetzt auf keinen Fall runterfallen, Leute. So, ansonsten baue ich mir jetzt überall nochmal ein bisschen drüber einfach. Weil ich will echt wissen, wir müssten mal einen Enderman finden. Dass wir mal Richtung, oh mein Gott, Richtung Enderportal können. Weil ich will ja auch den Enderdrachen irgendwie besiegen. Ich bin doch echt gespannt, wie das End aussieht, Leute. Aber okay, oh mein Gott, hier geht es auch teilweise so tief nach unten auf einmal so random, Digga. Das ist schon echt gruselig manchmal. Aber okay, wir kämpfen uns hier fleißig durch. Zack. So, auch hier. Also Leute, was wir halt nicht dürfen, ist sterben. Wenn wir sterben, dann ist halt vorbei so. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Hardcore-Modus ist. Kann also dann ist einfach vorbei, wenn wir einmal sterben. Wir dürfen halt hier echt nicht sterben. Das ist echt ganz wichtig. Wenn wir hier einmal sterben, dann war es das halt, Leute. Aber okay. Digga, warum geht's auf einmal jetzt so random nach oben, Digga? Das ist ja wieder richtig weit oben. Ach du Kacke. So, Digga. Ansonsten... LOL! Das ist das erste Mal Lava. Wir haben Lava gefunden, Leute. Schaut mal. Meint ihr, es lohnt sich, die Lava mitzunehmen? Ich bräuchte ja noch ein bisschen Eisen, theoretisch. Damit ich einen Eimer craften kann. Aber hier ist nirgendwo Eisen in der Nähe. Aber wir merken uns mal, dass hier hinten auf jeden Fall Lava ist. Weil ich glaube, Lava ist relativ selten jetzt hier sogar. Ansonsten, Digga, geht's schon wieder richtig tief nach unten auf einmal, Digga. Das kannst du dir nicht ausdenken. Hier sind überall so kleine... Guck mal, so ein Loch auf einmal hier, so, ne? Digga, ach du Kacke. Aber egal, wir bauen uns hier einfach auf Safeness drüber, Leute.
Zack. Ansonsten wäre auch cool, wenn mal wieder so ein paar Bäume kommen würden, weil ich habe nämlich gefühlt kein Holz mehr, Digga. Oh mein Gott. Ansonsten, Digga, geht's doch einfach jetzt hier nach unten, Alter. Was ist denn das jetzt für ein Scam? Aber okay, wir bauen uns jetzt hier einfach mal irgendwie so Stück für Stück nach unten, ne? Passt auf. Oh mein Gott, der Profi. Digga. Nein. Oh mein Gott. Ey, Bro, was? Oh mein Gott. Als wenn wir jetzt gestorben sind, Digga. Ey, ich dachte, ich schaff das. Aber okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat und wir vielleicht einen Teil 2 machen sollen und vielleicht ins End gehen sollen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Challenge. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir noch so machen sollen. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.